einzigartig vielseitig, unglaublich bissig. Mit diesem Kunststoffrahmendübel sind Sie für fast alle Montagesituationen gerüstet. Egal ob Beton, Lochsteinmauerwerk, Vollsteinmauerwerk oder Porenbeton, der WUR8 kann in über 30 verschiedenen Untergründen verwendet werden. In Beton erreicht er die derzeit höchsten Traglasten, die durch die europäische technische Zulassung bestätigt werden. In Porenbeton ist er der erste 8er Kunststoffrahmendübel mit europäischer technischer Zulassung. Für einen optimalen Halt in allen Untergründen, insbesondere auch in Mauerwerk mit großen Hohlräumen, hat der WUR8 eine Verankerungstiefe von 70 mm. Dies ermöglicht eine Verankerung des Dübels an zwei Stegen in Lochstein mit großen Hohlräumen. Auch in Porenbeton erhält man durch die Verankerungstiefe besonders hohe Traglasten. Um die Verarbeitung zu erleichtern, lässt sich die Schraube mit geringer Kraft eindrehen und der Dübel verspreizt sich sehr leicht. Dadurch wird verhindert, dass sich die Dübelhülse während des Einschraubens im Bohrloch mitdreht. Durch die europäische technische Zulassung sind nun auch zentrische Zuglasten erlaubt. Dadurch sind neben Fassaden oder Hängeschränken auch die Anwendung bei abgehängten Decken oder Rohrabhängungen möglich. Und da der Dübel bis minus 40 Grad verarbeitet werden kann, muss man keine Zwangspausen aufgrund der Witterung einlegen. Beim Eindrehen der Schraube verspreizt sich der Dübel in vier Richtungen, wodurch sich die Zähne der Dübelhülse regelrecht in den jeweiligen Untergrund beißen. Der Kunststoffrahmendübel WUR8 ist in der hier gezeigten Variante mit Senkkopf als auch mit Sechskantkopf und angepresster Scheibe in Stahl verzinkt und nicht rostendem Stahl A4 erhältlich. Hier nochmals alle Vorteile des neuen Kunststoffrahmendübels WUR8 auf einen Blick. Einsetzbar in über 30 Untergründen. Mit ETA-Zulassung. Höchste Traglasten in Beton. Erster 8er Kunststoffrahmendübel mit ETA-Zulassung in Porenbeton. Hohe Verankerungstiefe von 70 mm. Geringes Eindrehmoment der Schraube. Einbautemperatur bis zu minus 40 Grad Celsius. Verspreizung in vier Richtungen.